Ja, es ist immer so eine schöne gelöste Stimmung so am Ende der Konferenz. Ist auch gut so, ja, weil das ist ja auch der Punkt, dass viel Gespräch zwischen euch entsteht zu dem, was hier als Input kommt oder was ihr selber beitragt zu den Sessions. Das heißt, wir kommen jetzt fast zum Ende dieser, okay, fast zum Ende dieser zwei Tage. Ja, wir haben uns ja eben, zumindest in einem der beiden Sessions, schon mit Satire auseinandergesetzt, allerdings Satire eher aus dem Blickwinkel des Widerstandes, Saturday Night Live, Maschek, andere, und haben das so ein bisschen mal betrachtet und analysiert. Und jetzt schauen wir uns eine andere Spielart der Dinge an. Wir hatten heute auch am zweiten Tag, fand ich in der zweiten Hälfte, eine Konzentration auf entweder Journalisten, die unsere Gäste sind, Journalistinnen, beziehungsweise auf Journalismus mit Ulrich Ladona, mit Robert und jetzt gleich mit Stefan Niggemeier. Und es geht allerdings um jemanden, der sich sozusagen als Journalist verkleidet hat. Das ist Mario Barth. Mario Barth deckt auf, heißt das Format, auf RTL. Aha, da flüstert schon jemand, das ist so schlimm. Ja. Naja, gut. Warum das so schlimm ist oder was daran schlimm ist und was man dazu noch alles beobachten kann, ja, davon hören wir gleich mehr. Das Einzige, was ich vorher noch sage, ist, zum einen, es hat sehr viel jetzt zu tun mit euch als Community, weil Mario Barth ist nicht etwa irgendwo zu VW gegangen oder zu McDonald's, also sagen wir mal, was Wallraff früher gemacht hat oder heute macht. Er ist in die Staatsoper Hannover gegangen und hat da etwas aufgedeckt, in Anführungsstrichen. Genau, und wer uns das ein bisschen auseinanderlegt heute, und da bin ich sehr froh, dass er hier ist, ist Stefan Niggemeier. Die meisten von euch kennen ihn natürlich. Ich sage trotzdem für die wenigen, die ihn nicht kennen, zwei Sätze zu ihm. Er schreibt für das von ihm mitgegründete medienkritische Online-Magazin übermedien.de. Jetzt noch Kolumnist für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Bis 2006 war er dort auch verantwortlicher Medienredakteur. Es gab auch ein Gastspiel beim Spiegel, glaube ich, genau. Er erhielt zweimal den Grimme Online Award und die Auszeichnung Journalist des Jahres 2007 vom Medium Magazin. Und ich muss sagen, persönlich lese ich mit größtem Vergnügen seine Kolumnen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Stefan Niggemeier, die Bühne gehört Ihnen. Ja, vielen Dank für den netten Empfang und für die Einladung. Ich weiß nicht, wer sich überlegt hat, damit jetzt diese zwei Tage zu beenden. Also ich muss warnen, von dem, was ich jetzt, also womit wir jetzt hier die nächste Zeit bestreiten, ist die Hälfte wird von Mario Barth bestritten. Also es ist jetzt nicht nur ein Vergnügen. Ja, Mario Barth geht in die Oper. Es geht tatsächlich um das RTL-Format Mario Barth deckt auf. Das gibt es seit 2013, insgesamt 23 Folgen, wie ich auch verblüfft festgestellt habe, weil mir kam es nicht so viel vor. Und es ist ein preisgekröntes Format. Die Sendung hat den Bayerischen Fernsehpreis bekommen und die Begründung der Jury lautete: Mario Barth hat ein neues TV-Genre geschaffen, die investigative Comedy-Show. In Mario Barth deckt auf, ist er selbst absurden Fällen von Steuerverschwendung auf der Spur und entlarvt gemeinsam mit prominenten Mitstreitern Behördenwillkür oder Verbraucherbetrug. Er bricht schwierige Sachverhalte humorvoll auf eine allgemeinverständliche Sprache herunter und nutzt geschickt die Mittel der Comedy, um breite Bevölkerungsschichten anzusprechen. So gelingt es ihm, gesellschaftlich relevante Themen zur besten Sendezeit einem großen Publikum zugänglich zu machen. Mario Barth beweist damit, dass Unterhaltung und Information sehr wohl zusammenpassen. Also diese ganze Vorrede von wegen, was ist das da für ein Unsinn und warum darf er sich da als Journalisten ausgeben, ist von der Jury immerhin des Bayerischen Fernsehpreises durchaus positiv gesehen worden. Mein Thema ist tatsächlich nur seinen Besuch in Hannover bei der Oper, bei der Staatsoper in Hannover. Und wir fangen einfach mal an. Also insgesamt dauerte der Beitrag in der Sendung 15 Minuten. Ich habe es ein bisschen gekürzt. Ich habe es auch so in Schnipsel gepackt und versuche mal zwischendurch ein bisschen das zu kommentieren und einzuordnen. Aber wir fangen mal mehr oder weniger mit dem Anfang an.
herzlich willkommen hier im Studio. Guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Aber bevor ich mit meinen Spürhunden anfange, möchte ich eins sagen, ich war unterwegs für Sie hier im Studio und natürlich auch für Sie zu Hause, wo man mit diesem Outfit kommt man... Mit diesem Outfit rausgeschmissen hätten Sie mich. Ich musste mir einen Anzug anziehen, denn ich war in einer Oper für Sie. Ja, in einer Oper. Oper. In einer Oper. Weil, was viele gar nicht wissen, die Kultur wird jedes Jahr mit 3 Milliarden Euro subventioniert, was teilweise echt eine gute Sache ist. Alleine die Oper mit 1 Milliarde jedes Jahr. Das heißt, jede Eintrittskarte wird zwischen 120 und 150 Euro subventioniert mit Ihren Steuergeldern. Ob sie hingeht oder nicht, scheißegal. Und jetzt Argument von der Regierung ist, damit, original, damit arme Leute, mit arme Leute und die jungen Leute auch mal in die Oper gehen können. Und ich war in der Oper in Hannover und ich habe so viele arme Leute. So viel arme, nein, hör doch, hör doch. Ich habe so viele arme Leute gesehen, die teilweise nur mit dem A8 an die Fahne kommen. Der eine mit so einer schäbigen S-Klasse von Mercedes, wo man sich zu Recht die Frage stellt, ich zwänge mich doch nicht in eine S-Klasse. Ja, teilweise mit Maserati, wie ekelhaft war das denn? Ja, arme Leute habe ich getroffen und vor allen Dingen junge Leute, ganz viele junge Leute. Da macht die Subvention Sinn. Warum, weshalb, wieso? Viel Spaß bei dem Film. Das sehen Sie jetzt. Also ich habe extra auch den Anfang dran gelassen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, den Kontext zu sehen. Wir sind jetzt halt nicht in so einer kleinen Satire-Klitsche, sondern das ist das große RTL-Studio und da sitzt ein großes, begeistertes Publikum, was so seinem Star auch zujubelt. Ich finde bis dahin, also es ist natürlich eine Geschmackssache, ob man das jetzt lustig findet oder nicht. Das ist halt Mario Barth. Ich glaube, über den Geschmack müssen wir auch nicht so sehr streiten. Ich finde bis dahin ist es einfach Comedy. Natürlich ist es absolut legitim, sich darüber lustig zu machen und kann jetzt auch sagen, es ist ein bisschen komisch, wenn Mario Barth sich darüber lustig macht, über Leute, die so viel Geld haben. Es gibt auch so Gerüchte, wie viele Autos Mario Barth selber hat. Aber bis dahin, finde ich, ist das einfach Comedy. Wir können sagen, na, finden wir das ein interessantes Ziel oder finden wir das interessante Stilmittel. Also, wir fassen zusammen, die Probleme der Oper sind, dass es irgendwie nur für Alte und Reiche ist und angeblich sagt die Regierung, subventioniert wird die Oper, damit Arme und Junge dahin gehen. Und kleinen Spoiler jetzt schon, mehr werden wir auch nicht wirklich rausfinden. Also exakt das plus ein ganz kleines bisschen mehr ist jetzt der Inhalt der nächsten 15 Minuten im Originalbeitrag. Also Mario Barth ist nach Hannover gefahren, das schauen wir uns jetzt mal an. Herzlich willkommen, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich befinde mich auf den Dächern Hannovers. Im Hintergrund sehen Sie die Oper Hannovers. Ich glaube, man muss so reden, wenn man jetzt plötzlich zum intellektuellen Kreis gehört. Ich gehe in die Oper. Ist das geil? Vielen Dank an alle Politikerinnen und Politiker, an alle Zuschauer, ans Volk, dass ich heute in die Oper gehen darf. Denn Sie haben meine Karte gekauft. Ja! Mit 3 Milliarden wird Theater und Oper im Jahr subventioniert. Das ist so. Davon geht knapp 1 Milliarde und sagt keiner genau die Zahl, weil die, glaube ich, einfach mittlerweile Schiss haben. Wenn der Bart kommt, sagen die alle, Taxi. Ja, dann sind sie weg. Aber wir gehen davon aus, 1 Milliarde wird in die Oper gepumpt. Wir haben nicht so viele Opernhäuser, das muss ich auch mal sagen. Darum ist das gut. Guck mal, Italien, die Erfinder der Oper, haben 13, das muss man reinziehen, Italien 13 Opernhäuser. Und Deutschland, was haben wir? Lächerlich, und das ist echt, was mich geschockt hat, als ich das erfahren habe, lächerliche 83. Ja, mit noch Open Air und so, haben wir gerade mal 100 Spielstätten, das ist ja nix. Aber was man dazu sagen muss, wurden leider von Platz 1 verdrängt. Mozart mit der Zauberflöte wurde verdrängt von Verdi La Traviata. Und obwohl man, und das finde ich echte Frechheit, obwohl man Mozart die Zauberflöte 400 Mal im Jahr nur gespielt hat und das
nur in 44 verschiedenen Arten und Weisen, Inszenierungen. Andere Jacke, der eine läuft von rechts nicht nach links, sondern von links nach rechts. Der eine zieht das Bein nach, sonst ist er gehüpft. So, andere Inszenierung, ja? Nur 44 unterschiedliche. Und das sagen die Kulturleute wie? Nach 30, 150, 8000 Jahre, 400 Mal im Jahr, hat das Volk keine Lust mehr, das zu sehen? Verstehe ich gar nicht. Es ist gleich, als wenn Justin Timberlake 40 Jahre lang exakt dieselbe Mucke macht, ab und zu, aber alle 3, 4 Jahre zieht er sich eine andere Jacke an und sich dann wundert, warum keiner mehr kommt. Naja, er braucht halt politische Freunde. Dann kriegt er auch das Geld. Also Mario Barth hat ein paar Dinge über die Oper nicht verstanden. Aber lustig ist, er glaubt tatsächlich, es gibt einen Publikumsschwund, weil immer die gleichen Stücke gespielt werden. Ich weiß auch nicht viel über die Oper. Meine Vermutung ist eigentlich eher, dass die Stücke, die da dauernd gespielt werden, deswegen gespielt werden, weil da die Leute hingehen. Aber gut. Es, ohne das recherchiert zu haben, wundert mich das nicht. Das heißt, also erstmal hat er das nicht verstanden, aber da drin steckt natürlich auch die Aussage vom Publikumsschwund. Er ist ja in Hannover gekommen, er nennt gleich auch nochmal konkretere Zahlen. Ich habe mir das extra rausgesucht, dieses Thema Publikumsschwund. Also die Oper Hannover hat relativ konstant Besucherzahlen. Und, Moment, soweit. Und auch der Auslastungsgrad der Oper Hannover steigt. Also er stellt einen falschen Zusammenhang her, aber auf eine Aussage, die einfach insgesamt auch nicht stimmt. Aber jetzt schaut er sich einfach mal ein bisschen an, was denn da konkret gespielt wird. Moment, ich habe es falsch anmoderiert. Wir schauen uns jetzt an, was das Besondere ist und an die Stelle, an der es tatsächlich auch die normale Comedy verlässt, weil er im Grunde jetzt den Wallraff gibt. Ihr dürft jetzt nicht gleich geschockt sein, wenn die Qualität scheiße wird von den Bildern und auch vom Ton, weil wir drehen versteckt. Wir haben überall Kameras, ich habe ganz viele Geheimagenten. Das heißt, wenn das Ding hier auffliegt, sind wir alle weg. Dann sind wir weg, Freunde. Ich sag, wie es ist. Und ich habe eins ganz klar von RTL erfahren, wenn wir erwischt werden, die kennen uns nicht. Wir sollten dann sagen, ProSieben ist schuld. Also er erzählt das natürlich alles als Witz, das ist Comedy, aber im Kern ist es schon ernst gemeint, dass er sich mit den Stilmitteln des Aufklärers und von Wallraff da schmückt. Also er ist tatsächlich mit versteckter Kamera vor Ort. Er ist da tatsächlich selber angereist. Er ist persönlich in Gefahr, also dadurch, dass er da hingeht und man erzählt so, hoppla, hoffentlich werde ich nicht erkannt, hoffentlich fliegen wir hier nicht auf, das kommt auch mehrere Male. Er führt, was dann auch so dieses journalistische Format ist, Expertengespräche. Und normalerweise würde jetzt so zu dem tatsächlichen journalistischen Format noch gehören, die Konfrontation der Verantwortlichen. Überraschung, die fällt weg. Also es wird niemand von den Bösen, den Verantwortlichen, den Opernleuten oder irgendjemand kommt in dieser Sendung vor. Aber ein Experte, das sieht dann so aus. Warum investieren Städte und Kommunen so viel Geld in die Opern, beziehungsweise warum halten sie so daran fest? Der Staat nimmt Geld in die Hand, subventioniert Opern, dadurch können die Preise sinken und das können eben auch ärmere Leute hingehen, die sich sonst ein teures Ticket nie leisten können. Ich glaube, das passiert in der Praxis sehr, sehr selten. Ja, es gibt also Studien, die zeigen, dass insbesondere in den Städten, wo gut ausgebildete Arbeitskräfte angelockt werden sollen, viel in Opernhäuser investiert wird. Aber wer profitiert denn jetzt wirklich von dieser Förderung? Ich vermute eher, dass das so ist, dass diejenigen, die sowieso in die Oper gehen, sich ins Fäustchen lachen. Ja, jetzt wird so ein Opernticket viel günstiger. Die hätten auch viel mehr dafür gezahlt, aber jetzt kommt Papa Staat oder kommt ein Politiker daher, macht das viel billiger. Und dann kann sozusagen der reiche Bonze in die Oper gehen für 20 Euro statt für 200 Euro pro Nase, was er auch bezahlt. Eigentlich müsste man mal für eine andere Veranstaltung noch auseinanderbauen, auch wie das Ganze montiert ist, wie er dann abwechselnd irgendwie in sein iPad guckt, um dann mit Mario Barth zu reden. Das ist aber jetzt uns wurscht. Ja, der Experte ist kein Schauspieler, der ist Volkswirtschaftler. Ja. Na, das ist ja kein Unterschied. Also, aber lass uns noch bei dem Experten bleiben. Also der Experte ist Volkswirtschaftsprofessor.
hat tatsächlich auch wohl ein Papier darüber geschrieben, über die mutmaßliche Wirkung von der Subvention von Opa. Und das, was er am Anfang sagt, steht da tatsächlich auch drin, dass es im Grunde zwei Möglichkeiten gibt, dass es tatsächlich auch eine Wirkung hat, dass Städte ihre Theater und Opern subventionieren, weil das gute Arbeitskräfte anzieht und weil interessante, hochgebildete Leute dann in diese Städte ziehen wollen. Das reicht aber natürlich nicht. Am Ende muss Mario Barth nachfragen, bis er dann sagt, okay, reiche Bonzen kriegen das. Und die Botschaft ist eigentlich genau die simple. Es ist genauso, wie ihr euch das denkt. Die Politiker geben ihren reichen Freunden, machen ihnen da das Leben schön. Im Jahr hat in Hannover jetzt über 381.000 511 Zuschauer und jede Karte wurde mit 100 und ich glaube 51,73 Euro subventioniert. Das sind lächerliche 58 Millionen Euro. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Ich gehe eigentlich nur noch in die Oper, um ein bisschen zu pennen. Bisschen Schläferchen. Aber es ist in der Tat zu teuer, die Karte. Ja, aber letztes Jahr mit 58 Millionen Euro subventioniert worden. Man sieht es deutlich, es sind nur junge Leute. Man sieht nur junge Leute in der Oper. Es ist irre, ja? Es ist echt toll. Da hat die Subvention echt auch Sinn gemacht. Ja, nur junge Leute. Das Lustige ist, wir haben noch einen zweiten Teil für Sie. Und da sieht man, wie die Leute reagieren, wenn die mich sehen. Das ist irre. Die gucken einen an, als wenn... Was macht denn der hier? Ey, jetzt nimmt der uns das auch noch weg. Also es war sensationell, was wir da noch rausgefunden haben. Und man merkt gleich, dass die Subvention total Sinn macht. Das hat man ja jetzt schon im ersten Teil gesehen. Wir haben aber noch andere... Also wir halten fest, es ist Probleme der Oper, es ist nur für Alte und Reiche, Publikumschwund, weil immer dieselben Stücke und es ist für junge Leute zu teuer. Ich habe einfach mal auf der Homepage von der Staatsoper in Hannover geguckt. Ich finde tatsächlich den überzeugenden Teil seiner Argumentation zu sagen, das ist ganz schön günstig. Also wenn das irgendwie jetzt nicht wesentlich teurer ist als ein Konzert oder teilweise auch als eine Kinokarte, finde ich das eine ernsthafte Diskussion, warum die Oper eigentlich so günstig ist. Die Frage, ob es für junge Leute vielleicht trotzdem zu teuer ist, würde ich jetzt angesichts der Tatsache, dass es Karten für 8 Euro und 9,50 Euro gibt, Premierenkarten für 11,50 Euro und für Hartz-IV-Empfänger Karten für 4,20 Euro, würde ich es für abwegig halten, zu sagen, dass es da irgendwie am Geld liegt. Das passiert aber alles so en passant. Also wir stellen fest, also Mario Barth stellt fest, die Oper ist eigentlich viel zu billig, aber für junge Leute zu teuer. Interessant finde ich auch, deswegen habe ich das noch dran gelassen, auch diesen Teil, der dann im Grunde vor der Werbepause kommt, wo er sich da hinsteht und ganz begeistert anpreist, wie er da empfangen wurde und wie skeptisch er aufgenommen wurde da. Das ist natürlich auch Teil alles dieser Inszenierung, dass er da als der Revoluzzer, der ist gefährlich für die Leute, deswegen muss er das auch alles undercover machen, muss aufpassen, dass er nicht auffliegt. Und je mehr diese Leute ihn skeptisch sehen, umso mehr erhöht das natürlich seine Glaubwürdigkeit, dass er für das RTL-Publikum, das nicht in die Oper geht, das auch sofort ihm glaubt, dass man da nur zum Schlafen hingeht, umso mehr ist er natürlich für die, deren Vertreter vor Ort. Jetzt schauen wir mal, was Mario Barth alles über diese Oper, die er sich da konkret anguckt, zu erzählen weiß. Ich nehme Sie jetzt mal rein in die Oper Manon Lescaut. Ganz tolle Oper. Warum erklärt er das? Wenn ich eine Opernkarte kaufe, muss ich doch schon wissen, wohin ich gehe. Die gehen in die Oper, wissen gar nicht, wo man geht. Oh, ich spiele La Traviata, um was geht's denn da? Verdi? Nein, Verdi hat sie geschrieben. Aber um was es da geht, um was geht's denn da? Wisst ihr nicht. Jetzt geht's los. Schade, vorbei. Da ist jede Million absolut zurecht. Großartig. Überrascht, es sind viele junge Leute in der Oper. Viele junge Leute. Da ist die junge Fraktion. Freunde, die Subvention hat sich gelohnt. Da sind Teenies. Also
tatsächlich hat es eine große Ironie, dass er zeigt diese Einführung auf diesen Bildschirm und sagt, gehen denn hier Leute hin, die nichts wissen darüber, was denn das Stück ist, weil er selbst weiß nichts über das Stück, es interessiert ihn auch nicht, es fällt kein weiterer Satz. Es wird nur, was sich offensichtlich von selber erklärt, wenn Mario Barth in die Oper fällt, fallen ihm sofort die Augen zu, weil was soll er sich da auf irgendwas einlassen? Das klingt vielleicht fast ein bisschen absurd, das von ihm zu erwarten, ich habe so, also wenn wir jetzt sagen, das ist wirklich ein Format, was sich auch irgendwie journalistisch gibt und was mit Aufklärung zu tun hat, so die erste Voraussetzung wäre ja Interesse. Und zwar, ja, zum Beispiel auch Interesse an der Kunst, die da aufgeführt wird, Interesse an irgendwas. Und das ist eigentlich so der Hauptkritikpunkt oder mein Hauptvorwurf an Mario Barth in dieses Format. Es gibt kein Interesse. Es gibt kein Interesse an dem Gegenstand, mit dem er sich da auseinandersetzt. Stattdessen gibt es ein offensives Nicht-Wissen-Wollen. Es ist ihm alles egal. Er weiß das alles vorher. Sein Publikum weiß das auch alles vorher. Und entsprechend sieht das dann aus. Sie herzlich willkommen in der Staatsoper Hannover. Die Staatsoper Hannover wünscht Ihnen eine schöne Vorstellung. Naja, für 58 Millionen. Da wird das ein Bombending. Super wird das. Scheiß auf Kindergärten. Ich finde sowas viel wichtiger hier. Staatsoper. Viel wichtiger. Wir brauchen viel mehr Opernhäuser, fixe Toiletten und irgendwelche Tunnels. Das ist für mich der Schlüsselsatz dieser ganzen Sendung, dass er da sitzt. Wie gesagt, er weiß nichts, was ihm da überhaupt geboten wird, wie viele Leute da arbeiten, was die tun, welche Bedeutung das hat. Aber er sitzt und sagt, ja, 58 Millionen, ja. Und zählt dann auf, was man im Grunde, also wer braucht schon Kindergärten, Spielplätze. Es ist die schlichte Welt des Mario Barth ist Opernhäuser, Fixer, Toiletten und Tunnel. Das ist das, was er da aufzählt. Ist schlecht, da wird Geld verschwendet. Tunnel ist, glaube ich, ein Synonym bei ihm für also die Verkehrsprojekte, die sonst irgendwie da angeprangert werden von ihm, wo dann irgendwelche Tunnel gebaut werden, die dann zu teuer sind oder an der falschen Stelle oder doch nicht genutzt werden können. Aber das ist schlecht und gut wäre all das Geld, was in so einen Quatsch fließen könnte, könnte doch in Kindergärten, Spielplätze und Krankenhäuser fließen. So tatsächlich, so einfach ist die ganze Welt von Mario Barth. Wer was ist 80% seiner Ausgaben vom Steuerzahler finanziert bekommt, der handelt anders, als wenn er das von den Gästen selbst durch Eintrittspreise erzielen müsste. Der Zuschauerrückgang ist knapp 50%. Könnte man das Geld nicht in andere Kultur, ich sage ja nicht, dass es keine Kulturförderung mehr geben soll, sondern die Milliarde einfach mal halbieren, weil dann müssen sie was leisten. Es wird sicherlich immer auch eine Bezuschussung geben müssen. Aber diese Dauersubventionierung, die ist doch sehr, sehr fragwürdig. Was können wir machen? Ich würde sagen, einmal weniger Opernhäuser, die Apparate verschlanken und da durchaus noch die Sparmöglichkeiten alle ausschöpfen, dann wäre schon viel gewonnen. Kleinkunst, Nachwuchs wird so gut wie gar nicht gefördert. Das Geld kommt in die Opernhäuser, also vielleicht sieht es ja einer. Und der Mächtigste ist niemals der Politiker, sondern immer das Volk. Das nicht erwischt worden. Es war ganz knapp. Wenn man natürlich unter 100-Jährigen sich so ein bisschen rumtummelt, dann fällt man auf. Das ist klar, ja, in der Oper. Nur ich habe mir das auch mal genau angeguckt, wenn ich mir so die Uhren angeguckt habe oder auch den feinen Zwirn, den der ein oder andere Mensch, ich sage mal so 75% der Opernbesucher getragen hat, dann bin ich fest davon überzeugt, dass sie ein bisschen mehr Geld für die Eintrittskarte gehabt hätten. Also so hoch subventionieren, bin ich mir nicht sicher, ob man das unbedingt machen muss. Zumindest nicht die Herrschaften, die da waren. Für das Geld kann man eine ganze Menge andere Dinge machen. Ich sage nur mal Schulen, Krankenhäuser, Pflegepersonal. Also da gibt es genug Potenzial, wo man das Geld reinfließen lassen kann. Ein paar Opernhäuser zusammenschließen, das eine oder andere zumachen. Und ich glaube, dann wird die Oper wieder was ganz Spektakuläres. Einfach mal drüber nachdenken. Völlig richtig, völlig richtig. Wir werden jetzt wieder ganz viele böse Briefe bekommen von ganz vielen Kulturschaffenden, auch von Politik, die uns dann vorwirft, wir werden die Kultur kaputt sparen. Das kann doch nicht sein. Aber ich finde schon, Kultur hat auch Steuergeld verdient, gar keine Frage. Weil ich finde, Kulturschaffende müssen dann auch ein bisschen mehr demütiger sein vor dem Steuerzahler. Häuser müssen ihr Programm auch so gestalten, dass Publikum kommt und nicht am Publikum vorbei. Und da sind die Vorschläge richtig. Wir müssen auch zusammenlegen. Wir müssen hier in dem Bereich auch sparen, dass am Ende Kultur auch gut funktionieren kann. Wir sagen ja gar nicht,
Wir sagen ja gar nicht, dass die Kultur nicht gefördert wird. Also ganz im Gegenteil. Das Geld, was da reinfließt, fehlt einfach bei kleinen Theaterhäusern, bei den ganzen Nachwuchskünstlern, bei Musikgruppen. Die haben keine Übungsräume. Da wird so gut wie gar nicht subventioniert. Und dann wundern wir uns, warum wir keine Newcomer-Schauspieler haben. Und. Also da kann man eine ganze Menge das Geld zumindest verschieben. Und ich glaube, ein Opernbesucher, der hat ein bisschen Kohle auf Tasche, der kriegt auch 200-300 Euro finanziert. Punkt. Kulturförderung finde ich eine geile Sache. Aber ein Stück weit muss man ja auch selber gucken, dass man Häuser voll kriegt. Wenn du ein tolles Programm machst und tolle Fans, dann sind die Häuser voll. Das schaffst du. Ja. Das kennst du doch auch. Ja. Maxi. Es gab ja, ich hätte das jetzt viele Mal anhören müssen. Ich habe jedes Mal den Fernseher angeschrien, weil es so falsch ist. Also diese Zahl mit den 50%, die da so en passant kommt, Rückgang um 50%, es gibt keinen Rückgang um 50%. Diese Experten, die wir gesehen haben, sind also sowohl der auf dem Dach als auch der am Ende ganz rechts im Panel sitzt, sind Vertreter vom Bund der Steuerzahler. Der im Panel sitzt da in jeder Sendung. Also im Grunde ist der Bund der Steuerzahler der Medienpartner oder Lobbypartner von Mario Barth. Was auf eine perfide Art perfekt passt, weil die, also ähnlich wie Mario Barth, der so mit seiner Glaubwürdigkeit als Nicht-Operngänger da spricht, taucht halt der Bund der Steuerzahler auf mit so einer Scheinneutralität, dass die im Grunde nur gucken, dass nicht Geld verschwendet wird und werden gar nicht so wahrgenommen als einfach eine Lobbyorganisation. Kann es jetzt formulieren, neoliberal oder wie auch immer, aber natürlich ist es nicht einfach nur ein neutraler Verein, der guckt, dass kein Geld verschwendet wird. Wie gesagt, es gab so viele Stellen daran, wo man eigentlich hätte wirklich eingreifen müssen und sagen, also ich mag das, wo der Vertreter vom Bund der Steuerzahler auf dem Dach auch sagt, steht und sagt, naja, wenn man so viele Subventionen kriegt, macht man ein anderes Programm, als wenn man das komplett selber verdienen muss. Ja, das ist, also wir können über das alles, und ich finde es total legitim, das sage ich auch gleich nochmal, über all das zu streiten, aber natürlich ist das ja ein Grund für Subventionen, Dinge zu ermöglichen, die sich vielleicht nicht durch ein Publikum finanzieren lassen. Also das heißt, es ist nicht nur auf so einer faktischen Ebene falsch, sondern es ist so die ganzen Argumentationen sind irgendwie schief. Die Botschaft von Mario Barth, und das ist jetzt nicht nur in diesem Beitrag, sondern eigentlich in jedem Beitrag in dieser Sendung, ist, dass die da oben sind korrupt oder unfähig oder beides. Und Wesen der Sendung ist auch, dass es eigentlich keine Differenzierung gibt. Also wenn es um politische Skandale oder irgendwelche Dinge gibt, die schiefgelaufen werden, dann ist es dieser Sendung völlig egal, ist da was schiefgelaufen, hat es da Pannen gegeben oder sind da Leute wirklich hingegangen und haben betrogen, haben bewusst sich irgendwie korrupt verhalten. Das ist alles das Gleiche, das sind die da oben und... Ja, wir sind als kleine Nicht-Operngänger sind wir machtlos und müssen uns das angucken. Der Satz, das ist hier der andere Schlüsselsatz da drin, wo er einmal dann sagt, naja, der Politiker ist aber nicht der Mächtigste, sondern der Wähler ist es. Das Volk, ja, das bleibt auch in so einem merkwürdigen Raunen unerklärt stehen. Ist aber, ja, glaube ich, tatsächlich auch ein Schlüsselsatz. Also ich glaube, das muss ich auch sagen, ich finde es ein legitimes Thema, auch ein legitimes Thema für diese Art der Sendung, zu sagen, ist das richtig, dass so viel Geld in die Oper fließt? Ist das, müsste das nicht woanders hingehen? Müsste das nicht irgendwie kontrolliert werden? Könnte das nicht weniger sein? Dürften nicht tatsächlich die Preise höher sein? Das ist ein sehr legitimes Thema für eine kritische Diskussion. Was Mario Barth halt auszeichnet, ist das fast völlige Desinteresse an allem. Also wie hoch sind die Kosten wirklich? Was ist die Kunst, die damit finanziert wird? Nichts ist ihm egaler als das. Das ist aber natürlich genau der Reiz seiner Rolle, dass er auch ganz überzeugend denjenigen spielt, oder vielleicht ist er das auch, dem völlig wurscht ist, was in diesen Opernhäusern geboten wird. Deswegen ist auch so merkwürdig wirkt, wenn er sagt, naja, aber wenn wir die alle zusammenlegen und die ein bisschen sparen, dann kann die Oper auch wieder glänzen, als würde ihn das irgendwie kratzen. Ja, dazu kommen diese schlichten falschen Tatsachenbehauptungen. Und interessant finde ich auch noch, dass man fragen kann, warum ist er denn gerade nach Hannover gefahren? Und es gibt da tatsächlich eine Verbindung
die ich jetzt nicht nachweisen kann, die aber irgendwie plausibel ist, weil es in Hannover wohl vor allem aus der CDU seit ein paar Jahren so eine politische Kritik am Intendanten und am Programm der Oper gibt, in die sich dann auch, da sind glaube ich erstmal die Wege kurz, der Steuerzahlerbund eingeschaltet hat. Und vom Steuerzahlerbund ist es dann wiederum ein kleiner Schritt zu Mario Barth. Ich kann es nicht beweisen, aber es ist auch total plausibel, dass hinter der Auswahl gerade von Hannover, dass das kein Zufall ist, sondern dass es tatsächlich auch ein Interesse gab, sich gerade dieses Beispiel rauszunehmen und da Stimmung zu machen. Mario Barth, der Kern von seiner Rolle ist, man sieht es auch an seinem Auftreten, ist zu sagen, ich bin kein Star, ich bin kein Reicher, ich bin niemand, der in die Oper geht, bin keiner von solchen Leuten, Politiker schon gar nicht. Ich bin einer von euch und ich bin wie ihr. Und das Besondere ist halt, dass er diese Glaubwürdigkeit, die er halt als Komiker sich auch erarbeitet hat, kombiniert mit was er als Recherche ausgibt. Und dass er mit dieser Glaubwürdigkeit, die er hat und jetzt einer angeeigneten, behaupteten Kompetenz des Journalisten, glaube ich, eine sehr große Wirkung erzielt. Und das ist ein Punkt, weil ich vorhin auch in der Satire-Veranstaltung war. Ich glaube, dass das auch nochmal interessant ist, darüber zu reden, weil dieses nennt sich auch selber nicht Satire. Also es ist eine Mischung aus Comedy und Journalismus, behaupteten Journalismus, wo man sagen würde, naja, bei der Anstalt würden wir genauso eine Mischung als Satire bezeichnen. Dies bezeichnet sich selbst nicht so und erfüllt im Grunde auch so einen Mindestanspruch an Satire nicht, also ein Interesse am Gegenstand, sondern es mischt wirklich die behauptete Seriosität von Journalismus mit den größten Schenkelklopfern von Comedy und hält aber in der Überprüfung nicht wirklich stand. Aber ich glaube, das ist wichtig, sich diese Wirkung halt genau anzugucken, weil sonst ist es halt leicht zu sagen, wir finden Mario Barth und was er macht doof, weil wir sein Ziel falsch finden, weil wir das Ziel seiner Kritik nicht richtig finden. Aber wie gesagt, ich finde es völlig legitim, sich kritisch, satirisch, wie auch immer, mit der Subventionierung von Opern und Theater auseinanderzusetzen. Es bleibt aber am Ende, statt Aufklärung, um dieses große Wort nochmal zu nehmen, eine reine Bestätigung von Urteilen und von Vorurteilen. Alles, was er im Grunde mit diesem großen Aufwand, diesem scheinjournalistischen Aufwand zusammenträgt, ist, dass der Zuschauer die ganze Zeit nickend vorm Fernseher sitzt und sagt, es ist alles genauso, wie ich es gedacht habe. Die Oper ist so langweilig, wie ich gedacht habe. Junge Leute gehen da nicht hin, die sind alle reich und haben aber gute Freunde in der Politik, die ihnen das alles ermöglichen. Und wenn ich jetzt bei dem Satz aus der Begründung vom Bayerischen Fernsehpreis nochmal bleibe, zu sagen, dass Mario Barth mit Mitteln der Comedy Informationen zugänglicher macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er mit dem Anschein von Informationen Comedy brisanter macht. Aber wie das Wort brisant auch enthält, ich glaube, dass das gefährlich ist, weil das Ganze eine Wirkung entfaltet, die über das reine Schenkelklopfen hinausgeht. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Niggemeier. Nimm noch Platz. Kollege. Genau. Ich knüpfe mal an mit ein, zwei Fragen und dann gehen wir natürlich sofort zu euch. Vielleicht direkt an Begründung des Fernsehpreises, aber auch an die Produktion RTL. Siehst du da, welche Verantwortung siehst du da beim Sender? Und ich meine nicht im Sinne von zensurieren, aber im Sinne von, welches Produkt, das ich als Journalismus ausgebe, ja, in Comedy-Form, ja, stelle ich da eigentlich her? Ist da eine Kontrollfunktion verletzt oder muss man das einfach hinnehmen? Nö, natürlich ist da eine Kontrollfunktion verletzt. Und natürlich hat RTL als mit Abstand größter Privatsender eine gesellschaftliche Verantwortung, zu der sie sich sonst, wann es immer es passt, auch gerne bekennen. Und natürlich gehört dazu, nicht in dieser Weise, das klingt fast zu harmlos, jetzt einfach zu sagen, unseriös zu arbeiten, aber natürlich hat auch ein Komiker, der sich nicht als Journalist tarnt, also auch da gibt es natürlich Grenzen, wo ein Sender sagen kann,
okay, Moment mal, diese Art von Witzen, sie gehen uns jetzt zu weit. Aber sobald er sich wirklich ausgibt, und das merkt man ja, die ganze Haltung ist ja ganz konkret, dass er sagt, da muss das Volk im Grunde was tun, hier läuft was falsch, da sollte gespart werden. Und sobald das mit diesem Anspruch kommt, finde ich, ist es auch richtig, mit dem Anspruch dran zu gehen, stimmt das überhaupt, was ihr sagt? Ganz banal. Jetzt heißt unsere Veranstaltung Behauptungsmaschinen, Fake Fakten und Fiktionen. Jetzt hast du bereits auf einige einfach fake Fakten hingewiesen. Es ist noch eine ganze Menge mehr. Ich hatte es auch mal recherchiert. Also von 58 Millionen bis auch die Anzahl der tatsächlichen Subventionen der Karte und so weiter. Das würde ich auch noch als ein Verantwortungsthema sehen, das wirklich ungefiltert scheint mir in dem Beitrag eine falsche Zahl nach der anderen rausgeschossen wird. Ja, also da gibt es doch auch in der Medienkontrolle eigentlich eine Institution, die sich um sowas kümmern sollte? Nö, da müsste sich halt jemand beschweren. Also, ich kann mir nicht vorstellen, also es gibt dann halt Fernsehkritik, das ist dann aber auch RTL egal. Es gab an der Stelle ein erstaunlich einmütiges, kritisches Medienecho, also in Hannover. Lustigerweise, wie ich finde, auch ironischerweise, selbst der Bild-Zeitung war das zu populistisch. Die Bild-Zeitung hat hinterher gesagt, naja, aber so einfach kann man sich's auch nicht machen. Das finde ich interessant. Natürlich muss sich jemand beschweren und natürlich reicht es jetzt nicht, dass da irgendwie Fehler gemacht werden und man jetzt, keine Ahnung, da jetzt dann RTL abgemahnt wird. Aber das Der Fehler liegt halt auch jetzt nicht in den einzelnen Fehlern, sondern was für mich dieses Format ausmacht, ist diese Mischung aus, wir gucken mal genau hin, also Mario Barth deckt auf mit einer Haltung, die im Grunde sagt, es ist alles völlig egal. Es gab auch so einen Beitrag, da stand er hier an der Invalidenstraße, als das alles noch Baustelle war. Und ja, das war seit 100 Jahren Baustelle. Und es hat alle genervt, die da irgendwie durch mussten. Und mit dieser Haltung stand er, aber gleichzeitig steht er da und hat dann mit so Kaffeebetreibern und Ladenbesitzern in der Nähe gesprochen, wie furchtbar das ist. Und es war ihm aber völlig egal zu fragen, warum verzögert sich das denn hier? Was ist denn hier eigentlich passiert, dass das so geworden ist? Es ist nur klar, als kleiner Mann steht man da und alles bricht über einen zusammen. Alle haben sich gegen einen verschworen, alle sind unfähig. Und diese Mischung aus behaupteten Aufdecken und in Wahrheit ist doch völlig egal, was jetzt eigentlich wirklich schiefgelaufen ist, die macht das Format aus. Und ich glaube, deswegen passieren auch die Fehler, wenn ich jetzt einfach mal das freundlich formuliere. Ich glaube jetzt gar nicht, dass die bewusst da Zahlen fälschen, aber sobald man eine Zahl hat, die einem irgendwie in die Argumentation passt, wo auch immer die herkommt, also diese 50% Rückgang, ich glaube, dass die 50% daher kommen, dass diese Bürgerinitiative in Hannover gegen den Intendanten von der Staatsoper, die haben so eine Zahl 50% in die Runde gebracht, weil die haben ausgerechnet den Auslastungsgrad der Oper, haben aber mitgerechnet die Tage, an denen geprobt wird und deswegen gar keine Vorstellung stattfindet. Ich nehme an, dass daher die Zahl 50% kommt, das weiß ich nicht, aber ich glaube, so arbeitet man in der Redaktion von Mario Barth, zu sagen, super Zahl, ich habe irgendwo gelesen, 50% zurückgekommen, nehmen wir. Gibt ja keinen Grund, das zu überprüfen. Naja, und wenn wir jetzt über Wirkung sprechen, eben bei Robert Stachel haben wir natürlich, also hat Robert selber gesagt, der Satiriker, okay, auch der Comedian, ja, die ist nicht in der Pflicht zu recherchieren. Jetzt ist es natürlich interessant, wenn sich der Comedian in die Rolle des Journalisten begibt, ja, dann aber weiterhin glaubt, nicht recherchieren zu müssen, dann funktioniert das Ganze eigentlich gar nicht mehr. Was die Wirkung betrifft, kennst du Einschaltquoten? Ja, die sind so okay. Also die sind gut genug, um jetzt für, ich glaube, 24, 23 Folgen gereicht zu haben. Ja. Die sind jetzt nicht mehr so überragend, aber die sind ganz okay. Aber wir reden schon so im sechsstelligen Bereich bis... Nein, sieben, natürlich, das sind Millionen, also mehrere Millionen Leute. Publikum. Ja. Ja, und das, ich meine, das erschien mir eigentlich das Besorgniserregendste an der ganzen Sache, dass man sich zwar jetzt hier hinsetzen kann und sagt, naja, Mario Barth, ja, aber wenn da siebenstellige Zuschauerzahlen beschallt werden mit der Art von Information und wir jetzt in den letzten Monaten lernen, erstmal wird auch solche Fake News für wahrgenommen. Wie gefährlich siehst du das als Entwicklung im Fernsehen? Das klingt ein bisschen nach einer rhetorischen Frage. Entschuldige, ich bin schon so im Skripten die ganze Zeit. Ja. Ich finde das gefährlich. Ich finde das jetzt zugegebenermaßen, ich weiß nicht, wie heikel es ist das in diesem Forum zu sagen, bei diesem Thema nicht so gefährlich, weil ich schon das Gefühl habe, dass es natürlich Gründe für diese Subventionen gibt, die darin liegen, dass
dass Opern eine starke Lobby haben. Und ich weiß, dass wir jetzt ins Detail auch in die Diskussion einsteigen könnten, was wird der einzelne Künstler, der einzelne Bühnenarbeiter bezahlt, übersetzt sich dieser scheinbare Reichtum da tatsächlich in den Reichtum der dort Arbeitenden. Aber also ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass man sich jetzt um die Lobby da nicht so viel Sorgen machen muss. Aber natürlich ist das gefährlich, weil alles, und das war ja jetzt, wie gesagt, das ist 15 Minuten im Original, die Sendung geht, glaube ich, 2 Stunden, und jeder Beitrag wiederholt an einem anderen Thema dieses Bild von selben Motiv. Die Politiker, die da oben, die machen das alles unter sich aus. Wir könnten die eigentlich abwählen, tun es aber nicht. Und sind ansonsten machtlos und müssen darauf vertrauen, dass jemand, der so mutig ist wie Mario Barth, da hingeht und das alles bloßstellt. Also natürlich ist das gefährlich. Ja, ich meine, wir sehen ja in dieser Expertenrunde am Ende, also letzte Frage von mir, noch Ingo Appelt. Ja? Ja. Und ich sag mal, der ja... Ist auch mit irgendwo mit seinem Geld verdienen. Ja, einmal das, aber du sagtest das ja bereits im Vorgespräch, jemand, der für die SPD Wahlkampf gemacht hat. Also wie kommt es, dass sich plötzlich Comedians auch berufen halten, in dem Kontext eine Expertenrunde aufzumachen? Also das müsste man ihn selber fragen. Ich finde noch gefährlicher, dass dort auch die Nachrichtensprecher von RTL sitzen. Also Peter Klöppel glaube ich nicht, aber seine Vertretung, deren Name mir gerade nicht einfällt. Also RTL in der Runde. In der Sendung, ich weiß gar nicht, ob er in der Sendung, aber in genau dieser Runde, die dann ihre eigenen, die bringen auch alle ihre eigenen Themen mit, die sie dann recherchieren dürfen. Das muss man auch, also ganz banal, das muss man natürlich auch noch sagen, deckt auf, heißt in aller Regel, dass man irgendwie nachdreht irgendwelche Dinge, die Lokalzeitungen irgendwo aufgedeckt haben. Da ist aufgedeckt in keiner Bedeutung des Wortes irgendwie wirklich das Richtige. Aber das finde ich fast doch beunruhigender. Ingo Appelt, ja, man müsste ihn das mal fragen, aber ich finde beunruhigender, dass RTL da auch wirklich sein journalistisches Personal hinschickt und denen natürlich auch auf die Weise nochmal Glaubwürdigkeit von der Seite dazu gibt. Also Mario Barth mit seiner, glaube ich, wirklich Glaubwürdigkeit als jemand, der authentisch wirkt für sein Publikum, der egal wie reich er wird, egal wie oft er das Olympiastadion füllt, irgendwie so wie der kleine Mann dasteht, und das kombiniert mit Leuten, die im Grunde dafür bürgen, zu sagen, das ist hier seriöse journalistische Arbeit. Ich gebe mal runter. Ingo. Ich nehme es. Okay. Gib's dem Ingo. Leider nicht nur Desinteresse, sondern ich weiß tatsächlich, dass jemand aus der Redaktion von Mario Barth bei einem Opernkollegen angerufen hat, Monate vor der Sendung, der dann in ein paar Sätzen versucht hat zu erklären, dass Staatsopern und überhaupt unsere Betriebe, wir wissen es alle, Arbeitgeber sind, dass wir in Städten Stoff und Holz und keine Ahnung was, Umwegsrentabilität und keine Ahnung, also da kann man ja ein großes Thema aufmachen, wie Sie auch sagen, also man kann ja auch drüber diskutieren und da gibt es ja auch irgendwie Argumente dafür und dagegen, aber die kommen hier einfach nicht vor und es ist tatsächlich so ein Stück weit, also die haben sich schon informiert, aber das spielt einfach gar keine Rolle, also es ist nicht nur einfach so, wir machen mal irgendwas, sondern es wird nur das, was in das Weltbild und in das Konzept dieser Sendung passt, natürlich dann auch aufgenommen. Wenn der jetzt gesagt hätte, an der Staatsoper Hannover arbeiten 500, 800 Leute, ich kann es nicht einschätzen, das ist so und so ein großer Arbeitgeber, die sind so und so wichtig für die Stadt, hier kommen so und so viele Touristen hin und so, also dann passt es natürlich überhaupt nicht mehr in die Argumentationsschiene. Und das gab aber dieses Gespräch, wo das der Redakteurin durchaus irgendwie versucht wurde zu erklären, da hat jetzt aber auch nicht Stunden gedauert, also die hat dann irgendwann gesagt, okay, passt schon, und dann war das Thema damit erledigt auch. Nein, das ist schon klar. Das ist da, in dem Sinne ist das kein Versehen, dass die andere Seite fehlt, sondern das ist so ein Standardthema bei Mario Barth, ist halt auch, dass irgendwelche seltenen Fledermausarten irgendwo gefunden werden und dann verhindern, dass irgendwo was gebaut wird, was aber dringend gebaut werden müsste. Da kommen dann manchmal so pro forma Umweltschützer vor, die werden aber sofort bloßgestellt und die müssen nur den Namen der seltenen Fledermausart sagen und es ist klar, dass es lächerlich ist. Also es geht nicht um einen Diskurs, um eine Auseinandersetzung, sondern die Haltung ist von vornherein klar. Nur das finde ich, deswegen, das müsste man vielleicht auch noch mal vertiefen, das macht natürlich Satire von der anderen Seite, von links oder so die klassische Satire auch. Also die führt ja jetzt auch nicht in jedem Fall da jetzt ein Pro und Contra, um dann am Ende zu einem abgewogenen Ergebnis zu kommen. Das ist, genau,
Genau. Aber und ich glaube auch, weil du es am Anfang gesagt hast, dass so diese Satire, die wir nebenan vorhin besprochen haben, ja sich so als Widerstand versteht. Das versteht Mario Barth und das versteht auch die auch. AfD. Klar. Sich aber ganz bestimmt. Also von daher, ich glaube, das ist, also bei all dem, und ich hoffe, dass ich deutlich genug war in meiner Kritik an diesem Format, aber ich glaube, man muss aufpassen, sich auch nicht zu einfach zu machen, zu sagen, das geht jetzt gegen das, was uns wichtig ist und deswegen lehnen wir es ab. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt allein mit diesem behaupteten journalistischen Anspruch, schon da klafft es dann so auseinander. Okay, genau, eins, zwei, Rainer und dann hier drüben. Also erstmal vielen Dank für die Analyse, die aber nun eigentlich nur das Offensichtliche erstmal zusammengefasst hat. Ich würde jetzt gerne mal noch einen Schritt weitergeben. Mir fällt es schwer, ich kenne dies und habe mir auch Teile davon angeguckt, nicht mehr als das, habe ich nicht ertragen, aber ich habe bis heute und jetzt wieder ein Problem, damit umzugehen. Also es gab hier so Lacher, das mag mit dem Kontext zu tun haben, wenn man Dinge im spezifischen Kontext zeigt, sind sie ja anders lustig, als wenn man sie zu Hause alleine guckt. Vielleicht fand es auch jemand wirklich lustig. Worauf ich hinaus will, mir fällt bis heute schwer, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es muss ja irgendwas zwischen Ignoranz und ich zünde den Sender an, dazwischen muss es ja irgendwas geben. Und weiß nicht, ich fände es gut, wenn wir die Diskussion noch ein bisschen in die Richtung gegen Ende drängen könnten. Genau, abschalten ist ja die Ignoranz. Ich habe nicht mal im Fernseher, aber das kann man ja online gucken. Ja. Kann man übrigens lustigerweise nicht, weil Mario Barths Produktionsfirma das verhindert, dass das in der Mediathek ist. Ich habe mal versucht herauszufinden, warum das so ist, bin da aber leider nicht weitergekommen. Der Sender äußert sich da auch nicht zu. Also eine Möglichkeit ist, dass die gerade auf solche Diskussionen keinen Bock haben, dass Leute sich das im Nachhinein angucken und dann auch es natürlich viel leichter haben zu sagen, Moment mal, aber das hier stimmt doch gar nicht. Das ist jetzt aber nur meine These. Das ist aber tatsächlich merkwürdig, weil eigentlich sonst fast alles, was RTL selber produziert, in dieser Mediathek ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Meine Antwort auf die Frage, was kann man tun, ist natürlich das, was ich immer dann mache, Medienkritik. Also tatsächlich sich dann hinzusetzen und zu sagen, man sagt jetzt nicht einfach nur, oh, ist das doof und ist der unlustig und ich ertrage den nicht, obwohl ich das alles nachvollziehen kann, sondern sich dann umgekehrt auch sehr ernsthaft journalistisch wiederum mit seinem behaupteten Journalismus auseinanderzusetzen. Und wirklich, im Grunde müsste man jede Sendung von ihm sich daraufhin angucken und nochmal wieder sagen, so, inwiefern war jetzt diese Argumentation falsch oder unzulässig oder verkürzt? Keine Ahnung. Rainer? Ja, erst nochmal eine Anmerkung zum Thema, warum wir uns damit beschäftigen. Gestern haben wir Elisabeth Wehling gehört, die eigentlich gesagt hat, das ist so eine Art Framing und wenn man sich darauf einlässt, perpetuiert man diesen Ansatz und je mehr man darüber redet, desto mehr gibt man ihm recht. Weiß ich nicht, ob das stimmt in dem Zusammenhang, ist jetzt auch noch ein kleines Statement. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass der Bund der Steuerzahler ein eingetragener Verein ist, eine Lobbyorganisation, die sich zum Hobby gemacht hat, eigentlich jedes Jahr die Statistik, die der Deutsche Bühnenverein rausgibt, zum Spätsommer hin, durchzuforsten und dann Zahlen abzulassen. Ich habe das in Bremen auch zwei, dreimal erlebt. Dann steht entweder im Wirtschafts- oder im Kulturteil was und im letzten Jahr hat dann die Presseabteilung vom Theater zwei Tage gebraucht, um eine vernünftige Antwort auf die Behauptungen von diesem Bund der Steuerzahler zu bringen. Und ich finde es schon spannend, wie die offensichtlich ja in dieser Sendung ein Sprachrohr gefunden haben. Ich habe jetzt nur diesen Beitrag überhaupt je gesehen von Mario Barth deckt auf. Das, es ist immer so, wie gesagt, das ist der eine, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Holzschuh heißt der, ne? Das ist der eine, der außer Mario Barth in jeder Sendung ist, ist der Präsident vom Deutschen Steuerzahlerbund. Also das ist deren, es ist deren Sendung. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ein Auslass für den Steuerzahlerbund, um sich damit in Szene zu setzen, mit Behauptungen, die mehr oder weniger sinnvoll wahr oder Blödsinn sind. Und ich habe das ja vorhin schon angedeutet, ich finde, dieser Verein ist so geschickt darin, sich in der öffentlichen Diskussion mit ihren Pressemitteilungen, wenn man sich anguckt, wie auch über den berichtet wird, daherzukommen, wie eine unabhängige, politisch neutrale Interessensvertretung und nicht als Lobbyverein wahrgenommen zu werden. Und das funktioniert hier natürlich bestens. Die FDP? Nee. Bitte, nö, genau, das weiß ich nicht. Der Herr sitzt direkt vor dir. Ja.
Hallo. Ja, ich wollte noch sagen, Sie haben ja die Abgrenzung gemacht zwischen klar satirischen Formaten und jetzt diesem hier. Ich glaube, ein Problem ist ja aber auch, dass satirische Formate wie die Anstalt zum Beispiel eigentlich genauso wahrgenommen werden und da die Beiträge genauso als Wahrheit oft rezipiert werden und dann also auch in Verschwörungstheoriekreisen kursieren dann so Anstaltsbeiträge, so, die letzte Sendung im ZDF, die noch unabhängig ist. Das heißt also auch Satireformate wie eben die Anstalt werden ja heute schon auch als Wahrheit rezipiert. Ja, da muss was, wie geht man damit um? Weiß ich nicht. Ich finde es, ich schwanke da gerade bei der Anstalt sehr, weil ich das auch problematisch finde. Und weil ich aber andererseits auch eine Sympathie für deren Ansatz habe, zu sagen, wir verstehen uns als Teil von der Gegenöffentlichkeit und wir erzählen, dass nicht die Narrative, die sonst die Nachrichten beherrschen, sondern wir erzählen die anderen so als Gegenstimme. Tatsächlich ein Unterschied ist natürlich der, dass die Anstalt sich am Ende dieser Auseinandersetzung stellt. Also sie stellen ja hinterher eine Linkliste zu ihren Quellen ins Netz und das macht es jetzt noch nicht, das erlaubt noch nicht alles. Also ich habe da trotzdem auch immer ja noch kritische Fragen, aber es ist erstmal eine Haltung zu sagen, unsere Sendung ist ein Diskussionsbeitrag und übrigens hier sind die Links zu unseren Quellen und übrigens hier könnt ihr mit uns darüber diskutieren. Das finde ich dann nochmal einen Unterschied. Ja, hallo, danke für den Vortrag. Ich würde gerne heute nochmal an heute Mittag anschließen, was Bernd Stegemann gesagt hat. Und zwar war das die Frage, darf man was kritisieren, auch wenn man sich nicht auskennt? Und ich finde, das passt vielleicht ganz gut, weil eigentlich die Sendung ist ja eigentlich ein ganz schöner Spiegel von dem, was momentan so passiert, dass sich da jemand hinstellt und sagt, ja, nach Stammtischparolenart, okay, das ist wirklich so schlimm, wie wir es uns immer denken, wir hinterfragen es nicht. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, auch was auch du schon angedeutet hast, eigentlich, wie gehen wir jetzt damit um? Sollte man wirklich darüber reden, ob das jetzt guter oder schlechter Journalismus ist oder eben auf die Ebenen, die eigentlich darunter liegen? Also was repräsentiert er jetzt auch, der ein Millionenpublikum erreichen kann? Und mit welchen Fragen sollten wir uns eigentlich weiterführend beschäftigen? Also ich glaube, dass das auf all diesen Ebenen natürlich sinnvoll ist. Also auch wirklich zu fragen, wofür steht der, auch ihn selbst damit zu konfrontieren, weil so die Frage, die er sich dann selber auch schon stellen lassen musste, ist, ob er denn rechts ist, ob er sich selbst AfD nahe sieht. Er sagt dann natürlich, nein, er ist weder rechts noch links. Aber tatsächlich muss man, glaube ich, diese Diskussion führen. Und er wird sich der nicht stellen, aber es ist natürlich trotzdem richtig, ja, die zu führen. Was vermittelt er da für ein Bild? Wen repräsentiert er da? Was ist seine Wirkung? Ja, noch ein kleiner Kommentar dazu noch. Ich meinte vor allem auch, inwieweit müssen wir denn auch so, wenn wir das kritisieren, auch in die Selbstkritik gehen? Also wenn man diese Schachtel aufmacht, okay, das ist jetzt nicht so richtig gut recherchiert und so weiter, dann zieht man sich, finde ich, auch immer so ein weit Stück in die Comfortzone zurück, dass man ja, das natürlich irgendwie nicht als qualitativen Journalismus beurteilt und so, aber trotzdem spiegelt er ja eigentlich genau diese Abwehrhaltung, die jetzt von immer mehr Menschen gegenüber, sagen wir mal, den liberalen Eliten oder der offenen Gesellschaft hin kommt. Ja, Stefan, das finde ich interessant, dass du darauf jetzt gar nichts antworten kannst. Nein, könntest, ich weiß, weil es rührt eigentlich an einem Punkt, der Versuch so, und ihr merkt, ich gehe in die letzte Schleife, ja, der Versuch der Konferenz war, zu sagen, Fake Fakten, Fiktionen, wir schauen uns erstmal an, was ist. Ja, ich glaube, das war die letzten zwei Tage jetzt keine Konferenz über, was sind die besten Gegenstrategien, was müssen wir tun, um, und deshalb stellst du so eine unheimlich gute Frage. Ja. Wir haben, glaube ich, versucht, erstmal eine Unterlage zu schaffen in den letzten zwei Tagen, was ist Stand, und über was sollten wir reden? Ja, aber das im Moment auch eine gewisse, nicht Ratlosigkeit, aber ein Moment herrscht von, da muss man sich auf was Neues einstellen. Da muss man sich erstmal überlegen, von den Dingen, die Frau Wehling gesagt hat, bis jetzt, wie muss man das begreifen, was da draußen gerade passiert? Und daraus erst zu entwickeln, wie kann ich mich dazu verhalten? Das ist eigentlich das, was so ich jedenfalls aus den letzten zwei Tagen mit euch mitnehme. Ich möchte mich
ganz herzlich bedanken. Erstmal natürlich bei Stefan Niggemeier. Vielen Dank, dass du da warst. Kann ich gerade einen Satz dazu sagen? Weil mir das dann schon aufgefallen ist. Ich habe natürlich jetzt auch mich einfach auf die Position zurückgezogen, zu sagen, das stimmt nicht, hier hat er das verkürzt, so geht die Argumentation nicht. Das reicht natürlich nicht. Also wenn wir jetzt bei diesem Thema Subventionen bleiben, glaube ich, müssen natürlich tatsächlich müssen Theater und Regierung aktiv, positiv erklären, warum nehmen wir so viel Geld in die Hand und finanzieren das und das und das damit und das vielleicht nicht. Also diese positive Erzählung, das ist, glaube ich, eine Antwort dann auf die Frage, muss dann jeder, der dann seine Institution, sein Geld, was auch immer verteidigen will, da reicht es jetzt nicht, wie ich zu sagen, so ist es falsch, sondern da muss man schon eine positive Erzählung entwickeln. Ja, das stimmt. Aber die Frage, wie sieht die aus? Genau die hat uns ja hier beschäftigt, dass diese Diskussionen stattfinden, auch geschenkt. In dem Sinne, vielen Dank erstmal an diejenigen, die es gestaltet haben. Friedrich Kirschner, Esther Slevogt, Christian Rako und das ganze Team, das die letzten zwei Tage daran gearbeitet hat, dass es für euch funktioniert. Genau, und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich glaube, es hat deshalb funktioniert, weil wir zwei Tage wirklich so miteinander als Gemeinschaft waren und weil ihr die Chance wahrgenommen habt, miteinander zu sprechen über das, was hier als Input gekommen ist. Und deshalb habe ich das auch, und ich glaube, viele haben mir das auch rückgespielt, als sehr produktive Zeit wahrgenommen, diese letztlich 2x5 Stunden, die wir hier zusammen verbracht haben bis jetzt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr noch Lust habt, mit uns was Kleines zu trinken, jetzt danach, dass man das so ein bisschen ausklingen lässt. Habt natürlich auch Verständnis, wenn jetzt wieder andere Verpflichtungen rufen. Und würde mich freuen, wenn das alles ein bisschen nachhallt bei euch. Wir stellen natürlich die Sessions auf YouTube, haben das da hinten auf Soundcloud aufgenommen. Das heißt, wer vielleicht die eine oder andere Session verpasst hat, kann sich das in den nächsten 1, 2, 3 Tagen gern nochmal anschauen. Wird bei Nachkritik erscheinen, wird bei uns auf der Seite sein. Anyway, lasst es uns zusammen vielleicht noch ein bisschen jetzt vertiefen, aber erstmal geht der Dank natürlich an euch. Vielen Dank.